Sie erwachte frisch und erholt. Es war 3:30. Was für ein merkwürdiger Tag. Hatte sie wirklich heute Morgen ihren geliebten Elmar mit Tränengas eingenebelt, ihm mit einem Buch eine Beule verpasst? Es kam ihr unwirklich vor. Unwirklich wie der Schatten, der so seltsam lautlos an ihr vorbeigerauscht war. Der ganze Elmar war mit einem Mal unwirklich geworden. Ihre Liebe zu ihm eigenartig entrückt. Kopfschüttelnd zog Marina sich an. So war es also, wenn man sich bei vollem Bewusstsein entliebte. Sie hatte den Zustand bislang nicht gekannt, aber mit einem Mal wusste sie, dass Elmar ihr nicht mehr das Geringste bedeutete. Nun gut, sie hatte ihn nicht umgebracht, hatte ihn nicht umbringen können. Dennoch war er heute für sie gestorben, war gemeinsam mit dem anderen Schatten ins Reich der Schatten geglitten. Als nächstes wollte sie sich ihren Stiefvater vornehmen. Gleich heute noch. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Dieser Satz könnte von Papi Günther sein. Vor allem diese Abwandlung. Kannst du's heute ihr besorgen? Blöder Chauvi. Der Satz eines Ehemannes, dessen Frauen unausweichlich an Brustkrebs starben. Einmal mehr ertappte sie sich dabei, laut mit sich selber zu reden. Die Worte schienen noch in der Luft zu schweben und dort zu verharren, als könnten sie sich nicht entschließen, ob sie zur Decke steigen oder niedersinken sollten. Ihr war, als verbrauchten sie ein überproportionales Quantum an Sauerstoff, als nähmen sie ihr die Luft zum Atmen und die Luft, Neues zu denken. Bloß raus hier, dachte Marina. Als sie vor die Haustür trat, atmete sie tief durch. Günther Pichowiak wohnte inzwischen in Norderstedt, nunmehr mit seiner dritten Frau, Trutchen, die am Stadtrand noch immer die kleine Gärtnerei ihrer Eltern weiterführte. Sie war 20 Jahre jünger als er, nur 10 Jahre älter als Marina. Dennoch empfand Marina, als existiere eine tiefe Kluft zwischen ihnen. Warum sich Trutchen nach dem Tod ihres Vaters ausgerechnet Günther Pichowiak auf ihre Schultern geladen hatte, war für sie nicht nachvollziehbar gewesen. Aber es sollte ja Frauen geben, die ihr Glück in der Aufopferung fanden. Trutchen war wohl eine von ihnen. Da sie kein Auto besaß, musste Marina die U-Bahn ab Hallerstraße nehmen. Achtung, auf Gleis 2 fährt ein, die U1 Richtung Norderstedt. Ein Besuch bei Günther Pichowiak glich stets einem Ausflug ans Ende der Welt. Trutchen und er würden sicher Augen machen, wenn sie, unangemeldet, zur Abendbrotzeit vor ihnen stand. Zuletzt war sie am Tag nach Neujahr bei den beiden gewesen, hatte vorgegeben, auf der Rückfahrt von Freunden in Eiderstedt kurz mal vorbeischauen zu wollen. War im Streit abgefahren, denn natürlich hatte Günther Pichowiak sie durchschaut. Ach, so ein Quatsch. Freunde in Eiderstedt. Die möchte ich mal sehen, Marianne. Wer lädt sich denn schon zu Silvester depressive, alleinstehende Frauen ins Haus? Alleine zu Hause gesessen und geheult hast du. Aber für deinen alten Vater, den einzigen, den du noch hast, warst du dir immer zu fein. Am besten man tat, als wäre gar nichts gewesen. Mit Psychogesprächen kam man bei Günther Pichowiak schließlich nicht weit. Und außerdem sollte er ja heute dran glauben. Die kleine Sprühflasche lag verborgen in den Tiefen ihrer Manteltasche. Wie viel Tränengas wohl noch drin steckte? Und was käme dann? Das Brotmesser? Oder der Spaten? Wie ein gottverdammtes Schulkind kam Marina sich vor. Ein Schulkind, das die Hausaufgaben noch nicht erledigt hatte. Völlig unvorbereitet war sie zu ihrer Mission Günther Pichowiak aufgebrochen. Über den Kiesweg stolperte sie zum Hauseingang hinüber, vorbei an den 7 Gartenzwergen, die noch Trutchens Vater hier aufgestellt hatte. Einer von ihnen war hässlicher als der andere. Der erste Gartenzwerg spielte Ziehharmonika. Der zweite leuchtete mit einem Windlicht den Weg. Der dritte kaute an einem Stück Brot. Der vierte winkte mit einer Margarite. Der fünfte grinste nur blöd. Der sechste saß auf einem Stein und besah sich ein gipsernes Buch. Und dem siebten... Marina erschrak. Steckte ein Messer im Rücken? War der Kerl neu? Oder hatte sie nie auf ihn geachtet? War es vielleicht ein Omen, dass sie ein Brotmesser nehmen sollte? Auf dem Treppenabsatz vor der Haustür waren Trutchens Gummistiefel abgestellt. An der Wand daneben lehnte ein Spaten. Die Tür war nur angelehnt, die Fußmatte klemmte dazwischen. Fast instinktiv ergriff Marina den Spaten. Behutsam schob sie die Tür auf,
und trat auf Zehenspitzen in die Diele des Einfamilienhauses.